Hallo und herzlich willkommen zum letzten Part von Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble. Übrigens, was ich halt leider vergessen hatte, wir haben 99% im letzten Part erreicht. Meine Hochachtung, ihr habt alle Dicke Coins, die nehme ich euch ab. Dafür bekommt ihr was für Krasses. Nämlich einen Hubschrauber. Nehmt's ruhig mit. Gyrokopter. Muss echt sagen, mir gefällt Funkys Einsetzung, also wie man ihn eingesetzt hat hier in dem Spiel. Irgendwann wird man das hier oben finden. Also, ne. B, X, A, B, A, X, A. Och, scheiße, ich hol jetzt den SNES-Controller. Ich hab's eh schon nicht gesehen. Also nochmal. Es ist immer noch das gleiche. Okay. Alter, ich habe ihn mir hier hingelegt. Warum check ich's denn nicht? B, X, A. Es kotzt so an. Warum denn? B, X, A. A, B, A. X. B. Nee, A. Ja, sorry. Ich bin jetzt gerade komplett lost. Aber ich muss halt sagen, ich kotze das immer noch aus der letzten Aufnahme an. Irgendwann wird man hier rumfliegen und auch noch das hier finden. Belchers Versteck. Belcher war ja der erste Boss. Ah ja, und das schaffe ich jetzt direkt, okay. Also wie gesagt, also mit dem Gyrokopter kann man jetzt die letzten Bananenvögel alle erkunden. Oder was? Ich meine aber irgendwo war noch was. Ja, genau hier. Oh, sieht aber nice aus hier. Ich hab's mir nicht gemerkt, sorry. Ich war jetzt komplett raus. Okay, aber jetzt war es einfacher. Sehr schön. Gut, dann müssten wir jetzt, glaube ich, alle haben. Stück sind es, glaube ich, die man finden kann. Sie scheinen aufgeregt zu sein. Sieht aus, als wollten sie dich mitnehmen. Los, Kongs, keine Sorge um das Boot. Cranky wird sich schon drum kümmern. Wieso wollen sie mich denn mitnehmen? Was? Okay. Sie nehmen mich mit und entführe mich in die Wolkenwelt. Genau. Da ist dieser Riesenvogel. Du hast es geschafft.
Du hast alle Kinder entdeckt. Jetzt wird King K. Rools Fluch von mir weichen. Fertig, Kinder, dann singt mit mir. Die ist aber auch richtig dumm. Die könnte einfach dahinter... Es ist eh dumm. Sie könnte einfach dahinter durchlaufen, aber das macht sie nicht. Also drumherum laufen. Aber was gleich passiert, ist nice. Ich bin unendlich froh, dass wir wieder eine Familie sind. Das verdanken wir die nur euch, Kongs. Jetzt ist es an der Zeit, King K. Rool eine Lektion zu erteilen, die er sein Leben lang nicht vergessen wird. Ja. Kann man jetzt annehmen, aber... Da ist King K. Rool, er hat unser Boot geklaut und wir verfolgen ihn einfach mit dem Vogel. Nein, wir können den Vogel leider nicht steuern, das ist alles eine Sequenz, die aber echt nice ist. Irgendwann müssen die den noch kriegen, oder nicht? Oh, übrigens, das sieht, finde ich, auch mega gut aus. Nur er wird leider von einem Ei gestoppt, was richtig cringe ist, aber... Ist okay, ne? Und dann guckt er raus. Dixie und Kitty haben es also geschafft. Damit haben wir die 103% erreicht. Innerhalb von 3 Stunden und 9 Minuten. Jetzt zeige ich euch noch die Warpfässer. An alle, die jetzt nicht mehr mit zusehen, danke für dieses tolle Let's Play. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ja gut, machen wir erstmal die Warpfässer jetzt weiter. Wo ist denn mein Schiff? Ich weiß halt selber nicht, wo die sind. Mir gleich einfach nochmal Rubini Sharas Video an. Dann werde ich es ja sehen. Die gibt es nur in der ersten und zweiten Welt, so viel weiß ich auch. Und eins war sehr, sehr leicht. Das erste ist halt in Lago Limbo. Bis gleich. Okay, das erste habe ich jetzt mittlerweile schon gespottet. Das ist bei diesen zwei Nicknacks hier. Ihr werft Dixie einfach nur hier hoch. So, dann habt ihr das Ziel. Ist ja klar. In Türenallüren ist das Warpfass etwas weiter weg. Aber auch nicht so weit. Passt schon noch. Lost. Schon zu blöd, um die Warpfässer zu finden, man merkt's. Ihr braucht halt wieder beide Kongs. Da ist es. Im Level Gezeitenpleiten. Braucht ihr auch mal wieder beide Kongs. Ist aber nicht so schlimm. Denn das Warpfass ist hier. Da wollte mich noch der Fake. Jetzt habe ich Klobber den mich überraschen. In Skidder Skandal ist es sehr, sehr weit, also sehr, sehr nah am Anfang. Nämlich direkt hier. Nur wenn man Dixie so beschissen wirft, ist es klar.
Sehr schön. In der Modermühle braucht ihr auch beide Kongswerte, ist gedacht. Und das war der einfache. Das einfache Warpfass. Nämlich da. Also das kann man wirklich finden. Gut, dann machen wir gleich weiter in Welt 2. In Feine Fässer Fiesta hatte ich es euch, glaube ich, sogar schon gezeigt. Unbeabsichtigt. Weil das hier ist wirklich das einfachste Warpfass des Spiels. Warum es allerdings erst nach dem O kommt, ist fragwürdig. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch. Auf jeden Fall müssen wir hier erstmal an diesen ganzen Verrätern vorbei. Und dann hier rein. Nein. Da rein. Ich glaube, ich hatte euch das aus Versehen gezeigt. Weil es halt echt einfach zu finden ist. In Flotte Fluss. Was weiß ich, ich habe leider gerade den Namen nicht komplett gelesen. Es ist auch sehr, sehr weit am Anfang. Es tut mir leid, okay? Ja, jetzt ist es wieder, habe ich euch wieder sau viel Zeit verschwendet. Weil ich zu lost bin, um zu safe-staten. Es ist auf jeden Fall hier irgendwo. Da, ja. Aber so könnt ihr auch nicht die Zeit einfach bekommen, weil dann steht bei euch 9,59 da. Übrigens heißt es Flotte-Flussflitzerei. Bin ich froh, dass es in allerlei Geschrei nicht sehr weit weg ist. Ihr braucht allerdings mal wieder beide Kongs dafür. Denn es ist gleich hier oben. Und so könnt ihr dieses nervige Level skippen. In springende Spinnen ist es auch zum Glück nicht so weit weg. War's hier schon? Ja. Und dann kommen wir auch gleich schon zum letzten Warpfass. Und dann sehen wir uns leider erst in Donkey Kong Country Game Boy Advance Hero Mode wieder. Bis gleich. Gut, in Fässer Fiasco ist es auch nicht so weit weg. Ihr müsst nur dafür den Typ da oben besiegen. Denn da drüber ist auch das Warpfass. Gut, dann war es das wohl mal wieder mit dem letzten Donkey Kong Country, was noch gefehlt hat auf diesem Kanal. Ich bedanke mich an jeden einzelnen, der dieses Let's Play verfolgt hat. Let's Play Donkey Kong Country 3 Dixie Kongs Double Trouble. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.